Jüßgraben. Der etwa 40 Meter lange Jüßgraben dient der Ableitung des Mühlgrabenwassers zum Jüß. Er war bis Ende des 18. Jahrhunderts sehr breit und tief und ohne Uferbefestigung. Vom 11. November, Martini, bis Ostern wurde das Wasser regelmäßig durch den Jüß geleitet, um es aufzuwärmen, damit die weiter untergelegenen herrschaftlichen Mühlen durchgehend betrieben werden konnten. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde sein Verlauf durch Seitenmauern eingeengt. Dadurch sollte das Aufeisen erleichtert werden. Ein vereister Mühlgraben ließ nicht nur die Wasserräder stehen, sondern konnte leicht eine Überschwemmung des Fleckens zur Folge haben. Über eine steinerne Gangschleuse mit zwei Schieberöffnungen wurde die Zufuhr reguliert. Die Wasserzufuhr wird noch heute ähnlich geregelt. Der Jüßgraben hingegen ist in voller Länge verrohrt. Bis hin zum Jüßgraben war die Mühlgrabensohle einst mit alten Mühlsteinen bedeckt. Vor Ort befand sich einst eine Nagelschmiede und Wollweberei. Im Winter wurde das Mühlwasser durch den See geleitet. Dum vintro muellia aquo estis conducata tra la lago.